willkommen in meiner Küche. Schön, dass ihr wieder bei mir vorbeischaut. Ja, ich möchte mit euch heute ein Dessert zaubern. Naja, ich esse auch so zwischendrin. Ich mag ihn unwahrscheinlich gern, und zwar eine Joghurtbombe. Wer die Joghurtbombe nicht kennt, soll es unbedingt ausprobieren. Die ist wirklich mega lecker und total fluffig. Gar nicht viele Zutaten, ganz easy, ganz einfach, und ich verspreche es euch, schmeckt wirklich mega, mega lecker. Das Einzige, was ihr braucht, ist Zeit, denn die Joghurtbombe sollte einen Tag abtropfen. So, wir legen jetzt auch gleich los. Als allererstes benötigen wir 120 Gramm Zucker. Wer sagt, ihm sind 120 Gramm Zucker zu viel, kann es auf 80 oder 100 Gramm reduzieren. Das bleibt euch überlassen, und schmeckt sie halt natürlich mit 120 Gramm am besten. So, ab in den Mixtopf. 10 Sekunden Stufe 10 pulverisieren. So, unser pulverisierten Puderzucker oder Zucker tun wir jetzt praktisch umfüllen. So, ein bisschen ist noch drin. Ihr seht, ich mag es nicht ganz sauber. Das ist auch gar nicht schlimm. Denn wir setzen jetzt den Schmetterling ein und fügen jetzt 400 Gramm eiskalte Sahne dazu. So, ich tue es jetzt bloß ein bisschen aufschütteln. So. Deckel drauf. Wenn wir jetzt auf Stufe 4 ohne Zeitangabe, ihr wisst, wir hören, einfach steif schlagen. Wenn man hört praktisch, dass der Schmetterling ins Leere schlägt, dann einfach abschalten. Also ohne Zeitangabe auf Stufe 4 steif schlagen. So, bei mir war es nach 56 Sekunden. So, gebe ich jetzt einfach in einen Teller hinein die steif geschlagene Sahne. Den Schmetterling entfernen wir, und dann zeige ich es euch. So. Schau mal. Ja. Also wie gesagt, einfach darauf achten, sobald es nämlich ins Leere geht, der Schmetterling dann einfach abdrehen. So. Muss gar nicht gar so sauber sein. Schmetterling wieder einsetzen. Die Sahne tun wir mal auf die Seite. Die tun wir später nämlich unterrühren, weil wenn wir es jetzt nämlich gleich da drin lassen, dann nehmen wir praktisch die Fluffigkeit wieder. Dann kommt unser Zucker hinein. Ein Becher, also 500 Gramm, ein großer Becher. Ich habe jetzt einen fettarmen, milden Joghurt, Naturjoghurt. So. Was ich auch schon hergenommen habe, einen griechischen Joghurt, geht genau so. Hat er mehr Fett, ne? Aber spielt ja keine Rolle. Der Geschmack zählt. Also für mich zumindest. Also circa ein Esslöffel Zitronensaft. Oh, ich tue es jetzt einfach Pi mal. So. Und Vanillepaste. Wer keine Vanillepaste hat, also ich nehme jetzt einen Teelöffel. Wer keine Vanillepaste hat, kann auch ein Päckchen Vanillezucker oder ein bis zwei Teelöffel selbstgemachten Vanillezucker hernehmen. Das tun wir jetzt erstmal 30 Sekunden auf Stufe 4 mal vermischen. Dann schieben wir mit dem Spatel alles nach unten. Jetzt kommt unsere Sahne wieder dazu. Und das tun wir wirklich nur umrühren, und zwar 20 Sekunden auf Stufe 2. So, das war's eigentlich
Bevor erstmal an Zutaten, was hineingehört. So, den Schmetterling können wir entfernen. Und zwar brauchen wir jetzt eine Schüssel, ein Haarsieb. Ich habe jetzt eins mit 20 cm Durchmesser, was auf die Schüssel passt. Und ihr praktisch, wenn euch die Molke abtropft, praktisch Platz noch am Boden habt. Und dann braucht ihr natürlich auch ein Tuch. Ich habe jetzt hier mal ein Passiertuch wieder. Ihr könnt natürlich auch ein Geschirrtuch hernehmen und das befeuchten und in euer Haarsieb hineinlegen. So, wenn wir das jetzt haben, kommt ganz einfach unsere Creme hier hinein. So. So sieht es mal aus. Man wird nicht viel sehen, gell? So. Und das kann jetzt... Moment, mach das anders. Und das kann jetzt abtropfen. So kommt das jetzt ab in den Kühlschrank. Ich werde noch eine Frischhaltefolie hinauflegen. Ich werde jetzt das Tuch nicht einfach drüber stülpen, sondern ich lasse es jetzt tatsächlich so. Und werde einfach eine Frischhaltefolie jetzt dann drüber geben und dann ab in den Kühlschrank für einen Tag, also sprich 18 bis 24 Stunden. Ich mache es einfach vormittags und lasse wirklich einen Tag ab in den Kühlschrank abtropfen. Und die Molke, die dann da rauskommt, unten praktisch abtropft, die braucht ihr gar nicht entfernen. Ihr könnt damit, also wegschütten meine ich, ihr könnt damit auch ein leckeres Brot dann backen, wie so ein Buttermilchbrot. So. Ich stelle es jetzt ab in den Kühlschrank. Bis morgen. Dann sehen wir uns auch wieder. Und ich gehe jetzt frisches Obst einkaufen, denn das brauchen wir dann morgen. So, wir sehen uns morgen wieder. Ja, ihr Lieben, 24 Stunden oder ein Tag ist vorbei. Schaut mal, ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie viel Molke hier praktisch schon abgetropft ist. Die könnt ihr natürlich aufheben und fürs Brotbacken hernehmen. Sollte innerhalb von 2 bis 3 Tagen aber aufgebraucht sein und im Kühlschrank dann aufbewahren, die Molke. Und wer es nicht verarbeiten will, schüttet es einfach weg. So. Hier in meinem Sieb ist mein abgetropfter Joghurt sozusagen. Jetzt kommen wir eigentlich zum Ende oder zur Fertigstellung und dafür braucht ihr 100 Gramm Erdbeeren, entweder TK oder frische. Jetzt gibt es ja frische. Die lege ich jetzt einfach hinein in den Mixtopf. Das wird dann so ein Erdbeerpüree. Machen wir 150. Oh, machen wir 150. Nehme ich noch etwas Vanillepaste, so einen viertelten Teelöffel. Und hier habe ich jetzt 20 Gramm Zucker. Ihr könnt wie immer den Zucker reduzieren oder ganz weglassen. Werde ich jetzt alles einfach 10 Sekunden auf Stufe 10 pürieren. So, ich zeige euch jetzt nochmal die Molke, was jetzt praktisch hier abgetropft ist. Jetzt werden wir praktisch unsere Joghurtbombe auf einen Teller stürzen. Ich zeige euch hier nochmal, hier schaut mal hier die Folie, die Frischhaltefolie, wo ich gestern drauf habe, die können wir schön abziehen. Und jetzt stürzen wir das mal. Dann kommt unsere Erdbeersoße oben drauf. So. Sie darf ruhig runterlaufen, das spielt keine Rolle. Gibt es jetzt so in die Mitte. So. Und dann könnt ihr jetzt praktisch mit Früchten eurer Wahl praktisch außenrum dekorieren. Ich mag ja unwahrscheinlich gern eine Papaya. Und die Kerne von der Papaya, die braucht ihr nicht wegschmeißen. Schaut mal. Und so sieht es dann ausgekühlt aus von der anderen Hälfte. Die tut ihr dann sauber waschen und trocknen. Und wenn ihr sie dann getrocknet habt, schaut so aus, dann habt ihr Pfefferkörner. Ich
mag ja Papaya unwahrscheinlich gerne. Ja, deswegen habe ich hier jetzt auch Papaya. Ich werde es jetzt einfach außenrum dekorieren. So, da könnt ihr tatsächlich Früchte eurer Wahl nehmen. Da habe ich jetzt hier noch ein paar Heidelbeeren. Ihr könnt auch Himbeeren dann nehmen. Ganz wie ihr mögt. Da habe ich jetzt noch Erdbeeren, frische Erdbeeren. Die habe ich jetzt halbiert. Obendrauf mit etwas Grün. So, jetzt wäre natürlich Minzblättchen optimal, wenn man die noch dazwischen tut. Aber ich habe jetzt leider keine mehr. Oder ihr könnt auch weiße Schoki oder schwarze Vollmilchschoki praktisch oben drüber geben. Ja, ihr Lieben, schaut mal. Unsere Joghurtbombe ist jetzt fertig. So sieht sie aus. Ich zeige es euch mal, wie sie innen drin ausschaut, denn die ist wirklich mega, mega fluffig. Ja. So wie so ein Mousse. Richtig lecker. Leute. Schau mal. Könnt ihr super einen Tag vorher vorbereiten. Und schmeckt echt genial. Einfach im Kühlschrank dann abtropfen lassen und am nächsten Tag, bevor ihr irgendwo eingeladen seid oder bevor eure Gäste kommen, das Obstschnitt könnt ihr auch schön schneiden und schon im Kühlschrank aufbewahren und dann einfach nur dann dekorieren. So. Das ist jetzt meine fluffige Erdbeerbombe. Schmecken. Macht es unbedingt nach. Wer es nicht kennt, ist echt mega, mega lecker. Also ich mag es unwahrscheinlich gerne. Und ja, ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen. Und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.